Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Meine Hardware, der Serie, in der ich euch meine Hardware vorstelle. Ja, heute geht es um den Prozessor und zwar habe ich da den Intel Core i7-5930K, ein Intel 6-Kerner mit 3,5 GHz normaler Taktfrequenz und 3,7 GHz Turbo. Takt ist natürlich ein Has3E-Prozessor, also einer der neuen und unterstützt auch DDR4-RAM und sitzt auf dem Sockel 2011 V3, wird ja auch manchmal genannt. Er hat einen L2-Cage von 6x256 Kilobit und einen L3-Cage von 15.000 Kilobit und maximale Leistungsaufnahme TDP, also denkt dran, TDP ist nicht die direkte Stromverbrauch, sondern eher die Leistung, die abgegeben wird, beziehungsweise der jedenfalls der Wärmeverlust 140 Watt. Es wird in einem 22 Nanometer Herstellungsverfahren hergestellt und hat 6 Kerne und natürlich auch Hyperthreading, somit 12 Threads. Und ich habe sehr häufig in diesem Video gesagt. Und ja, eigentlich viel mehr gibt es zu dem Prozessor nicht zu sagen, außer dass ich sehr zufrieden mit dem bin. Ich komme ja von einem FX8350 und das ist ja schon ein riesen Upgrade hier. Ja, ich mag den und der jetzige Preis ist durch den Euro-Kurs gerade ziemlich hoch, also 21.02.2015, 37 gerade, habe ich jetzt und da ist der günstigste Toner-Discount 569,75 bestellt, der aber nicht. Da habe ich mal bestellt und die waren scheiße. Und, beziehungsweise die hatten ewig gebraucht zum Liefern. Ja, da wo ich bestellt habe, ist auch insgesamt günstigster Gesamtpreis, gerade bei Idealo ist mein Factory und da kostet es 569,85. Ja, auf jeden Fall, ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es kann man sagen, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer GCD.